Hallo, willkommen zurück zu Super Princess Peachy. Wir verlassen diese gruselige, eisige Gegend und gehen dafür jetzt in den Himmel. In das Himmelsdach, um genau zu sein. Denn dort warten ebenfalls ganz neue Level auf uns. Erstmal 6 Bekannte und 3 neue. Wir fangen mit dem ersten an. Ich habe keinen Plan, was sie war. Aber ich weiß, ich habe es nicht gemocht, weil sehr viel fliegt. Och nein. Oh, nicht die Dinger. Oh, ich erinnere mich daran. Oh. Das wird eine spannende Welt. Was genau, ich mochte die Welt nämlich nicht. Und das bilde ich mir nicht ein. Ich bin gesichert, ich mochte die Welt nicht. Denn das klingt nach mir. Himmelswelt, also so Wolkenwelten sind immer so ein Ding. Ich mag sie selten, weil sie meist mir zu nervig sind. Mit den ganzen Rumgespringen und so. Und wenn ich sie mag, dann sind sie echt gut gemacht. Also wenn du es schaffst, dass ich deine Wolkenwelt mag, dann hast du irgendwas gut gemacht beim Design. So. Oh, wir haben was. Okay, wo könnte was sein? Nicht hier. Ach, ich sehe es oben schon. Okay. Das war, ich muss weinen, glaube ich, hier, ne? Ja, ich musste weinen. Okay, dann weinen wir eine Runde. Yay! Ein Puzzleteil! So, beruhig dich wieder. Reiß dich zusammen! Okay. Hier ist ebenfalls was Neues schon. Krass. Ist das ein Loch? Ja. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, das habe ich letztes Mal auch schon geguckt. Beim ersten Mal spielen. Und da war es auch ein Loch. Aber ich habe einfach, ich misstraue Löcher in solchen Spielen. Weil so ein Loch ist nie einfach ein Loch. Es macht kein... Ach, da muss ich an, okay. Also mal fliegen. Danke. Überraschend schnell, wie ich die Sachen kriege. H? Ja. H, Teil 7. So viele Puzzleteile könnte mir fehlen. Hör mal gerade auf. Allein schon von der Rechnung. Ich hab schon eine Menge. Aua! Die blöden Dinger. Danke. Lecker. Lecker. Blub, blub, blub. Hier irgendwas. Eine Röhre. Ja, warum nicht? Ach, das ist der. Ja. Das ist der Ausgang von der Abkürzung, die man nehmen konnte hier. Aber ich muss nicht rein, weil hier ist ja kein Gegenstand für mich. Von daher ist es egal. Ich nehme mich daran. Ich weiß noch daran, ich habe das benutzt und es war schwierig für mich, das zu machen. So. Gut, dann gehen wir weiter. Richtung. Na toll. Au! Warte nur daran. Au! Ich habe Angst. Halt mich fest. Danke. Lass mich kurz heilen. Ich brauche die Heilung gerade. Nein, das ist keine Heilung. Das ist Heilung hier. So, geht doch. Auch ganz, ganz dringend die Heilung hier. Ach, die kleinen Freunde unten. Kleinen Bob und Freunde. Wie süß. Oh, bleib hier. Oh, warum habe ich losgelassen? So. Schweres Geduld zu haben. Aber genau das brauchst du hier. Geduld haben wir schwer in solchen Spielen. Weil es so langsam funktioniert. Oh. Oh nein. Warum bin ich da reingegangen? Erstmal ist hier gar nichts. Und zweitens ist es ein Scroll-Level. Oh. Oh, muss ich hier fliegen? Scheint ja, ne? Okay. Oh, fliegen, ohne getroffen zu werden. Das ist auch eine meisterliche Kunst. Oh, geschafft. Ah, ich konnte getroffen werden, aber es hat mich interessiert. Gut zu wissen. Ha, raus, raus. Schnell, 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 schnell. Jetzt bin ich wieder hier. Gut. Mann, immer bin ich wieder hier. Oh.
Top 1, 2, Musik! Vom Himmelsdach? Ja. Die Himmelsdach-K-Musik. Konzert? Heißt K-Konzert wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl? K könnte Konzert heißen. So wie ich nachdenke. Vielleicht, weil es von einem Orchester gespielt wurde und deswegen Konzert? Aber wir hätten so wahrscheinlich Orchester heißen, nicht Konzert. Ja, es macht irgendwie zu viel Sinn gerade. Doof. Aber was mache ich jetzt? Ja, Ah, danke fürs Mitnehmen. Tschüss. Geh da mal. Ich geh da mal. Oh, kleines Beinies. Was habt ihr denn? Warum die Panik? Kommt runter. Ich glaube, das war eine Sache, die ich brauchte. Yes! Der Stern! Der war's easy! Hab ich alles gefunden? Kleiner Stern? Yeah! Level 2! Oh ja, da klingelt was. Oh ja, da klingelt was. Das war das Ketten und Level. Wo die manchmal aufgetaucht sind. Wieso auch immer. Einfach random. Lauft mit dem Kettenhund! Lauft! Lauft mit ihm! In die Freiheit. Noch nicht ganz in die Freiheit. Warte, ist da was Wichtiges? Nein, ist es nicht. Das ist ein Loch. Ein Loch, sag ich. So, wieder hoch. Ich tue Sachen, die ich, glaube ich, damit auch gemacht habe. Ich mache die genau gleichen Fehler. Ja, es sieht so einladend aus. Oh! Das Loch war auch einladend. Warum sehen Löcher von Tor so einladend aus? Dass man da reingehen könnte. Ich sollte aber vielleicht, naja, nicht einspringen unbedingt. Ja. Im Nachhinein vielleicht eine gute Idee. Gut, ich werde mich zügeln. Vielleicht. Was hat... Ja gut, da soll ich nicht rein. Und da fallen sie vom Himmel. Eins. Zwei. Ah, bin ich müde. Und Gewitter. Oh, ein Gewitter. Wir sehen Gewitterwolken. Wie gruselig. Wie gefährlich. Mit dem Regenschirm vor allem. Oh Gott. Dass ich noch nicht getroffen wurde, ist ein Wunder. Muss ich da hoch? Ja, okay, gut. Ich hatte schon Angst, dass es sinnlos wäre, hochzugehen. Nein, ich muss da hoch. Gut. Und dich nehme ich mit. Oh, wie er wackelt, wie er strampelt. Oh. Kleiner Cooper. Kleiner Paniker Cooper. Hm. Da ist er am Schreien. Oh, wir scrollen nach oben. Nein, nicht scrollen. Ball ich. Oh, das war der Teil. Oh boy. Wo ich mich auch beeilen muss. Mit dem Luftballon springen. So. Okay. Kommen die wieder Gumbas, die mich zum Straucheln bringen und mich dadurch vielleicht töten gleich? Ja. Au. Das war echt schmerzhaft, muss ich sagen. Beeil dich! Los! Mach hin! Ich hab nicht viel Zeit. Lass das. Lass das. Ah, geschafft. Ja! Diesmal war es sehr viel schneller. Fragezeichen! Schnell sucht! Oh. Okay. Sucht in allen Löchern! Rein mit euch! Springt rein und sagt auch nur, hier ist nichts! Ach, hier ist auch nur das Ding, was... Okay, gut.
Passt. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt draufstehen wollte. Das war im Nachhinein die schlaueste Idee. Doch, mach ich gleich nochmal. Ich habe nicht viel Leben mehr. Aber das sind Gummas. Ich kann mich aufladen. Okay, gut. Ich muss da oben hin, alles klar. Ich brauche ein paar mehr Gumbas. Hallo. Noch ein bitte. Ein Gumba-Buffet. Nam, 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 nam. Mehr bitte. Nam, nam, nam. Mehr bitte. Nam, 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 nam. Noch ein bitte. Nam, nam, nam. Dankeschön. Sehr freundlich. Ah, das war anstrengend, als ich dachte. Ich will da hoch. Oh mein Gott. Danke. Puzzle H, Teil 8. Jo. Bam. Blume, nehme ich mit. Ich liebe dich, Blume. Dankeschön. Aua. So, geht doch. Frechheit. Mir einfach Schaden zu fügen. Wen hätte sie eigentlich? Für den Bossgegner? Ha! Oh, Monsterbill. Oh, Löcher. Oh, wow. Au. Okay. Besser. Vielleicht ist ja auch ein Geheimnis. Ach nein, eine Rutschpartie. Warum? Wieso ich? Was habe ich verdient, das zu tun? Was habe ich getan? Oh, Leben, danke. Ich nehme dich mit. Wenn ich falle, nehme ich dich mit. Kann ich bitte gehen? Danke. Da ist eh nichts versteckt, von daher. Aber irgendwo ist ja was versteckt, meine ich. Oder? Wirklich? Das kleine Loch falle ich? Das eine kleine Loch da? Beeindruckend. Wahrlich beeindruckend von mir. So. War hier nichts? Ja, anscheinend nicht. Nö, okay. Yay, Ballon laufen. Ich erinnere mich mehr daran. Wow. Ah, ich war so nah dran. Oh, wie nervig. Du bist schuld. Nicht wirklich, aber ich will dich beschuldigen dafür. Okay, nochmal zurück. Au. Nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ach, Musik. Da haben wir sie doch. Du hast die Partitüre für Touchpad Level 1 gefunden. Yay! Ein Glück. Ach, habe ich ein Glück, dass ich es gefunden habe. Was hätte ich bloß ohne Touchpad Level 1 gemacht? Wäre nie fröhlich gewesen im Leben. Wäre nie fröhlich geworden. Ich sag's euch. Oh. Du hast mich aus dem Rhythmus gebracht. Ah! Jetzt falle ich mal runter. Ah! Ist doch ein Geheimnis? Oder warum ist da oben so eine Röhre? Einen Grund für? Ernsthaft? Die ist immer nur da. Lame. Warum ist sie da? Einfach so. Just because. Danke. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Danke. Hier müsste das Ende schon sein, ne? Ja. Okay, nochmal. Oh! Stern Nummer 2! Und? Level mit Stern? Ist die wichtige Frage. Ich glaube ja. Ja. Cool. Neues Level also. Let's go! 7-7. Unbekannt und nicht gewusst. Sehe ich schon mal einen fröhlichen Cooper? Das geht ja mal gar nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's ge... Ah! Danke. Jeder Fröhlich-Cooper wird als Geschoss verwendet. Das weiß jeder. Hier nochmal eins.
Kann ich gar nicht mitnehmen. Tut mir leid. Oh. Ja, okay. Wisst ihr was? Verdient. Ungelungen, verdient. Ich soll die Kuppe aber in Ruhe lassen. Die haben genug getan im Leben. Die haben genug durchgemacht. Außer den, der ist doof. Muss nur erwischen. Na, ist von der Größe. Oh. Immer knapp drüber, das gibt's doch gar nicht. Aha! So, jetzt kann ich machen. Oh. Danke. Danke. Gut, weiter geht's. Oh, Sturm. Oh! Feurige Kugel, das kann ich töten. Naja, ich. Gut. So kann ich sie testen. Na gut, vielleicht muss ich sie ja zu Tode weinen. Vielleicht ist das das Ziel. Vielleicht kann ich sie tot weinen. Ich meine, die sind aus Feuer und ich habe Wasser. Oh, ich kann sie auch so töten, okay. Gut zu wissen. Die sind aber feurig, aber sie sind nicht aus Feuer. Sagen wir es so. Okay, ah, gut. Danke. Danke für die Rettung. War notwendig. Oh. Huh. Da wäre mir fast gerade meine Krone abgebrannt. Einfach so. Okay, ein Scroll-Level mit Secret. Oh, das ist ja eine miese Idee. Und ganz schön schnell Scroll-Level sogar. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh. Ups. Mein Fehler. Ich war überfordert, okay? Ich war komplett überrannt. Oh, ich bin wieder überrannt. Ich vergesse, wie schnell das Fahrt auf dem Level. Halleluja. So schnell. Da werde ich mich nie dran gewöhnen. Danke. Oh, ich war doch auf der Wolke. Brücke, wollte ich gerade sagen. Na gut, ich nutze die Zeit zum Heilen wenigstens. Und merkt jetzt, dass ich wieder zu spät bin. Das gibt's doch gar nicht. Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Warum fällt mir das Level so schwer? Oh Gott, schnell. Nö, okay. Oh, geschafft. Auch noch eins, wirklich. Ah, noch mehr. Noch mehr als nur eins. Ah, danke. Level 8 für irgendwas. Level 9. Okay. Wer für unten? Der. Nein, der. Nein, der. Ja. Warum macht man drei denn? Oh, Geld. Ich brauche es zwar nicht, aber Geld. Hui. Okay, immer noch. Hui. Und den Stern, was will man mehr? Das Geld geholt, die 50 Gold geholt, alles läuft super. Und ich glaube, für eine wäre noch Zeit. Also gehen wir noch ins Level 7-3. Let's go. Es stürmt. Ein Ball. Durchrasen. Ups. Tut mir leid. Yo, Peach hat kein Risiko. Peach kennt keine Angst.
Da hast du mich gefahren, ich dachte ins Gesicht. Hahaha. Oh, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hörst du mich, Echo? Ich lache ins Gesicht, wenn ich falle. Ah. Meiner. Ich darf ihn behalten. Danke. So. War doch gar nicht so schwer. Mal durchatmen geht das. So, ich sehe da kein Ziel. Aua! Was ist für eine Schleuder? Jesus. Wow. Wow. Einfach nur wow. Dass das gerade passiert ist. Ich bin sprachlos. Ich bin komplett sprachlos. Au. Bunkus Leben, ne? Danke. Danke. Oh. Alles, was scrollt, mag ich nicht. Ich bin gerne an meine Eigengeschwindigkeit gebunden. Geh weg. Danke. Und das Scroll macht das weg. Ich möchte so schnell sein, wie ich möchte und nicht wie schnell wie andere wollen. Ab. Welches Mario-Spiel würde ich gerne eine Fortsetzung von haben, wenn ich mal so fragen dürfte? Jetzt, wo Nintendo Direct vorbei ist. Wo ich noch reden wollte, fang gerade auf. Was für ein Spiel würde ich gerne eine Fortsetzung von sehen? Zum Beispiel, jetzt ist wieder Mario Luigi da. Das freut bestimmt Leute. Oder neues Mario Party. Yay. Ich hätte gerne eine Fortsetzung von so ein bisschen vergesseneren Sportarten. So Baseball-mäßig war ganz cool, glaube ich. Tennis hatten wir ja vor kurzem erst wieder und Tennis fand ich mal okay. Aber so Baseball hätten wir was. Oh, gut, fairerweise Baseball hat davon gelebt, dass du, glaube ich, die Wiimote benutzt hast. Jetzt nicht mehr ganz so cool. Sonst vielleicht noch die Olympischen Spiele könnten mal wiederkommen. Mit Mario und Sonic. Oder vielleicht mit oh mein Gott. Vielleicht mit anderen Charakteren, nicht nur mit Sonic. Sondern so ein bisschen wie Sonic, Sega All-Star irgendwas. Oh, Sonic und Sega All-Stars Olympiade? Yes. Bitte. Das wäre doch der Hammer. Sonst, was fehlt mir noch für Spiele? Nicht unbedingt Nintendo direkt spezifisch, leider. Neues Ape Escape wäre cool. Also, ich habe Ape Escape mal gefeiert. Willst unbedingt noch Let's Play irgendwann mal. Deswegen. Sonst. Ach, der heißt Super Long, ich erinnere mich daran. Sonst, oh, ein Yoshi. Neues Yoshi-Spiel wäre schön. So ein bisschen wie Yoshi's Woolly World oder Kirby Epic Yarn. So in dem Stil vielleicht. Oder was ganz, ganz altes, was die Yoshi Story. Und dann einmal HD. Wie die Switch rausbringen. Yoshi Switch oder sowas hat. Yoshi, switch it up. Eigenes Birdo-Spiel? So ein eigenes Yoshi Birdo-Spiel wäre auch eine Sache. Weil ich ein Birdie. Birdo hat dafür, was sie für eine Rolle aktuell bei Nintendo und bei Mario hat, nicht sehr viel Sachen bekommen bisher. Warum ist da ein Abgrund? Dafür, dass sie schon ziemlich Mainline geworden ist mit den Auftritten. Würde ich erwarten, dass sie mehr Spiele oder wenigstens mehr Auftritte kriegt. Aber nö. Dann noch ein Waluigi-Spiel. Unbedingt. Hat er schon seit Jahren verdient. Ich weiß, da bin ich nicht alleine. Viele wollen ein Waluigi-Spiel sehen. Neues Wario-Spiel, auch was. Neues Wario World.
Oder Wario Adventure. Hatte ich auch damals für die GameCube. Wario's Adventure hieß das, glaube ich. Das war ganz interessant. Ich habe es auch nicht lang gespielt, weil die CD kaputt gegangen ist, glaube ich. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Und ich mochte Wario nicht so gerne, muss ich gestehen. Ich war ein großer Peach-Vertreter in allen Spielen. Oder Peach oder Luigi. Also wenn ich wählen musste, war es entweder ich spiele Peach wie in Mario Party oder ich spiele Luigi. Wenn man Peachy spielen konnte. Von daher habe ich Wario World und Wario Adventures nie so groß interessiert. Aber es ist ein gutes Spiel, das muss ich sagen. Es sind sehr gute Spiele. Das muss ich eingestehen. Was ich mochte, war Wario Land Shake Dimension oder Shake It Up. Das mochte ich, weil es einen sehr interessanten Stil hatte. Von der Grafik her. Es war sehr crisp und sehr HD. Das wäre so ein Wario Land Spiel, das ich sogar mal spielen möchte nochmal. Einfach nur das Revue passieren zu lassen, wie es damals war. Wie ihr seht, ich habe ein paar Spiele, die ich gerne spielen möchte. Ich habe ein bisschen was zur Auswahl. Auch sehr viele Xbox-Spiele, aber meine Xbox geht nicht mehr so wirklich. Sad. Und ich habe auch keine Xbox mehr, weil sie anscheinend nicht mehr ging. Doppel sad. Aber ich habe die Spiele noch. Vielleicht finde ich irgendwann mal eine Xbox, eine gebrauchte, oder jemand hat eine, die er gebraucht verkaufen möchte, die funktioniert. Dann würde ich vielleicht wieder Xbox-Spiele spielen können. Naja. Aber es könnte auch Wunschgedanken bleiben. Aber ich hoffe es nicht, weil ich hatte sehr viele Xbox-Spiele, die ich mochte. Highlights waren, ich hatte eins mal gekauft, das ich nicht verstanden habe, weil es auf Englisch ist. Ich glaube, jetzt könnte ich spielen. Weil jetzt weiß ich, wie es geht, vom Namen her. Ich gucke zum nächsten Mal raus, wie es heißt, dann sage ich es euch beim Anfang des nächsten Partes. Und ich rede noch ein bisschen mehr über mein Xbox-Spiel, okay? Gut. Dann bis nächsten Mal. Ciao!